Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zur St. Kalle im LS22 zusammen mit dem Scholli. Und der wäre ja. Jawohl. Ja, wir haben heute, glaube ich, ein bisschen Großes vor. Wird lustig für die, die bei Scholli gucken. Ja, also wie ihr seht, wir sind im März angekommen. Wir haben gespult, muss man ganz ehrlich sagen. Es war auch wirklich nichts zu machen jetzt in der Zwischenzeit. Ja, und wir wollen ein bisschen Kohle ranschaffen, denn wir wollen düngen und uns einen eigenen Düngerstreuer kaufen. Und dafür brauchen wir aber auch ein bisschen Dünger, möchte ich mal behaupten, oder? Ja, ein bisschen Dünger wäre sehr von Vorteil. Genau. Also die ganz einfache Düngemaschine kostet 25.000, sagst du, ne? Ja, und wir haben gerade mal 26.000 drauf. Genau, und dann brauchen wir ja ein bisschen Dünger noch. So, das war dann ja, naja, der Scholli wird mal heute die Eier verkaufen, die wir haben, denn da ist der Preis gerade am sehr heiß werden. Ja. Wir nutzen einfach die Gelegenheiten. Ja, und ich würde sagen, ich füttere mal die Kühe, ne? Die sind jetzt vielleicht ein bisschen hungrig nach dem Winter. Ja, und ich werde mal gucken, dass ich die Eier unfallfrei mit dem Frontlader transportiert bekomme. Ja, denn das haben wir uns jetzt noch nicht gegönnt. Das hat auch noch ein bisschen Zeit. Die Palette ist ja auch noch nicht mal voll, ne? Nee. Aber wir brauchen das Geld. Ja. Ist aber auch nicht so schlimm. Kommt ja denn die Weizenernte und so weiter und so fort und Gras und was nicht alles noch kommt. Da kriegen wir schon wieder ein bisschen Kohle zusammen, würde ich mal behaupten, wa? Ja. Beziehungsweise kommt ja jetzt auch wieder die Missionszeit. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir auf so einem ganz großen Feld Baumwolle machen können. Das wäre sehr schön. Ja. Eigentlich will immer keiner Baumwolle machen, aber missionstechnisch lohnt sich das schon, ne? Das war knapp. Holen wir jetzt mal erstmal das Heu, wa? Ja. La, la. Und ich hol mir vorsichtig mal die Palette mit der Dunggabel. Stuart. Die ist sauber, die war noch nie in Benutzung. Kein Eiersalat. Jawohl. Wolltest du nicht eine Palettengabel nehmen? Wenn wir eine hätten. Wir haben keine. Ja, das ist sehr schlimm. Wir haben auch kein Geld für eine Palettengabel. Nee, ist halt jetzt erstmal so, ne? Die ist nagelneu, also die können wir nehmen für Eiertransport. Aber warte mal, ich nehme, glaube ich, erstmal die erwachsenen Kühe, ne? Wie du möchtest, ja. Jetzt fährt er da hinten lang, damit wir ja nicht sehen, wie er seine Eier da drauf hat. Ich komme vorne rumgefahren. Und wir wollen auch mal lachen. Ich denke, du lachen. Nein. Wir fahren nur vorsichtig. Aha. Ja, du musst wirklich vorsichtig fahren. Die fallen sonst runter. Ja. Hat alle Leuchter an. Ja. Na denn. Gute Fahrt. Danke. Und ich hoffe, die Autos spielen mit hier. Ich bin jetzt schon nass geschwitzt, trotz Klimaanlage. Ja, wow. Oh. Oh, guck mal, es kriegen. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Warum dann? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Schätze mal so 15.000, 20.000 Liter Heu. Nee, es hat sich ja nur alles so ein bisschen verkantet. Das hat beim letzten Mal besser funktioniert. Oh Gott, oh Gott. Nun ja. Mhm. Gott sei Dank fährt kein Auto hier. So, dann fahren wir noch zu den kleinen Kühen. Kriegen die den schluppigen Rest. Mehr ist es ja nicht mehr.
Ja, müsste es leider auch noch nicht viel, sonst hätten wir den auch gewinnbringend veräußert, aber naja. Da würden wir, glaube ich, weiß ich nicht, 100 Euro Gewinn machen oder so. Und da lohnt sich das mit den aktuellen Spritpreisen so gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, du bist hochkonzentriert. Ja, kein Eiersalat. Wir sind davon abhängig. Alle sind sich ja hochkonzentriert. Ah. 1073. Na siehste. Ne, war immer noch zu steil. Und es kommt ein Kaufleck. Okay. Der Düngerstreuer. Und es kommt das nächste Kaufleck. Jetzt bin ich an dem anderen Balken. Es gibt's doch nicht. Das hat das letzte Mal besser geklappt hier. So, jetzt können wir auch die Randale-Leuchte ausmachen. Jetzt ist mir's wieder leichter. Ah, warte mal, warte mal. Ah! Nein. Ja, warte mal. Nee, 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 nee. Ich, ja, nee. Ja, nee, doch. Vielleicht. Nein. Ich will doch nicht, dass der sich da hochkippt. Ha. Er kippt sich immer hoch. Ich kann ja nicht mit dem nicht seitlich kippen. Joa, dann muss das jetzt mal so sein. Gott sei Dank. Nee, mehr wollen sie nicht. Haben tatsächlich noch Heu über. Ist doch schön. Voll fest hier. Ich glaube, wir brauchen wirklich hier für kleineres Hängerchens. 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 Ah. Nee, noch eins weiter. Ah, ich bin ja wieder zu früh abgebogen. So Stroh hast du gesagt, brauchen sie ja nicht, ne? Die großen schon. Gott, Gott. Haben wir überhaupt noch was? Wir sollten noch haben. In Ballenform oder in Lose? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Lose, Ballen haben wir noch ein und Lose sollten wir, meine ich. Ah ja, 4800 Liter. War mir nicht mehr sicher. Ist ja schließlich schon ein Vierteljahr her. Oder ein halbes Jahr her. Also ich bitte dich. Wer soll sich das denn merken? Ja, meinst du ich? Ja, du hast es dir ja gemerkt. Das war Glückssache. Jetzt geht er wieder los, ja. Gott. Mit Kornschieber mache, ist das denn besser? Nee, eigentlich nicht. Es nimmt sich beides nichts. Geht beides hoch. Ja, ein Kornschieber heißt ja nur, dass hinten weniger rausläuft. Naja. Schon klar. Aber ich will ja hier nicht jedes Mal festbacken in der Halle. Muss man halt dann stoppen und wieder von vorne ansetzen. Ah, warte mal, hast du, hast du noch die Pike dran? Ja. Willst du den, Strohballen? Ja, der hier noch liegt. Kann ich dir bringen. Nee, zu den Kühen. Kann ich machen. Ich frag nur. Muss ja nicht jetzt machen, da kannst du ja nachher immer noch machen. Zu den Großen? Jo. Bei den Kleinen liegt noch ein Ballen drin. Der hat sich noch nicht in Gänze aufgelöst. Das ist doch gut. Aber dann haben wir den verbraucht. So.
Ja. Wir haben Stroh geladen. Wir haben Stroh geladen, wir haben Dünger geladen. Na süße. Würde sagen, läuft, oder? Ja. Ich glaube. Oh. Ach, war das nicht so, dass das hier nicht ging? Das ist mir eben auch gerade so wieder. Mal gucken. Nee. Stimmt, stimmt, stimmt. Entschuldigung. Alles gut. Stimmt, da war ja was. Ah! Siehste, es ist ein halbes Jahr her. Ich habe aber auch nicht mal dran gedacht. So, die haben noch hier noch Futterchen hier, die kleinen Rabaukis. Mhm. Alles Tutti Paletti. So, bei mir ist alles gefüttert. Ich schmeiß das Stroh mal wieder zurück. Oh, tut mir leid. Alles gut. Ich hab da auch nicht mehr dran gedacht. Ich hoffe, hinter mir steht keiner. Ich sehe nichts. Oh Gott! Ich fahr Innenansicht. Werden wir dich jetzt mal hier beobachten, wa? Tüdelü, tüdelü. Oh, jetzt müssen wir hier ein bisschen aus dem Weg gehen. Das kriegen wir ja einen Dünger ans Gesicht. Er streut ja ganz schön weit hier. Ich wollte sagen, dünnsten Weg gleich mit, ja? Ja, wir haben noch kein GPS drauf. Ja. Das ist etwas schwierig, den Abstand einzuschätzen. Die Frage ist ja nur, ob das Gras, ich glaube, das bringt jetzt auch nichts mehr mit Düngen. Weil es ja schon im Erntestadium ist. Das Gras ist erntereif, ja. Ja. Ach ja. Dann braucht man nur den Weizen zu düngen. Weizen, Gerste, zu lange her. Weizen. Das weiß ich noch, siehst du? Mit dieser hochdeutschen Sprache hier. Weizen. Was? Wieso, wie heißt das bei euch? Warz. W-A-A-Z. Ah. Warzen hätte ich jetzt noch verstanden. Das ist schon, also das ist ja mal richtig doof. Gott, oh Gott. Ah, Warzen. Ich hätte ja eher eine Watschen. Ah, ganz unten ist noch ein Stückchen ungedüngt. Hier oben hat es geklappt. So, dann haben wir hier nochmal einen Düngerstreuer an. Watschen. Die brauchen Watschen. Das hat jetzt aber gedauert. Was soll ich sagen? Der Dünger hätte so gereicht. Wir hätten gar keinen Bicke-Backe kaufen müssen. Naja, meine Güte. Wir brauchen den sowieso. Unterwegs. Hm? Du bist schon wieder sehr langsam unterwegs, sieht man. Also ironisch gemeint. Was willst du damit sagen? Wenn man dich so vorbei huschen sieht, könnte man meinen, der Traktor fährt 60. Nein, ich fahre 32. 34. Vorrat? Nein, tatsächlich. Mando. Ach, guck mal, unser Weihnachtsmarkt steht hier auch noch. Naja. Ja. Können wir gleich stehen lassen. Nein, da soll ja eine Selbstvermarktung hin. Aber so weit sind wir halt leider noch nicht. Das kommt noch. Ja, das kommt noch alles. Das lassen wir jetzt einfach mal so da stehen. Ah, du fängst bei einem kleinen Feld an. Ja, dachte ich so. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich komm dich besuchen. Musst du dich ja erstmal kurz beobachten. Was du da so machst. Nix. Nix.
Ich werde nicht für Arbeit bezahlt. So, du wirst bezahlt? Cool. Dachte ich bisher. Nein. Das wäre doch zu einfach. Na, wovon denn? Wir haben 436 Euro. Ja, 400 für mich, der Rest für dich. Brüderlich geteilt, schwesterlich beschissen, wie es so schön heißt. Ja. Warten Sie. Ich habe mich nur in Position schon mal gebracht, mehr nicht. Bin ich auch gleich mal in Position hier. Gott, oh Gott. Hast aber auch immer einen Zahn drauf mit den Geräten hier, ja? Ja. Meine Güte. Jetzt ist die Wachstumsphase noch nicht ganz abgeschlossen hier unten. Macht nichts. Kommt von der Mission. Weißt du? Da rumgestriegelt habe. Gestriegelt. Gestriegelt, was? Nü war, nü war. Aber wenn der schon da steht. Ich muss ja mal kurz Pause machen, Digga. Na, geh weg da. Der mäht es schon alle. Das ist kein Met mehr. Das ist ein. Oh, ja. Das ist kein Met mehr. Na, ne, was denn? Der wird jetzt seit 4 Monaten da warm gehalten. Ja, man muss ja mal probieren. Nee, muss man nicht. Doch. Doch. Oh. Fertig. Was Mut, det Mut. Mit einem großen Gerät. Aber da würde ich sagen, soll's das für heute auch wieder gewesen sein. Wir arbeiten noch ein bisschen fleißig weiter. Ja, wir haben ja noch eine zweite Wiese, ne? Ja. Wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.